Und damit herzlich willkommen zurück zu Remothered Broken Porcelain. Wir verstecken uns vor Mr. Ashman und Andrea. Und sind letztes Mal hier im Spind stehen geblieben. Mal gucken. I have to be strong. Okay, beide wollen mich töten. Ich habe jetzt meine Mottenpower. Not you too, Elisa. Not you too. Achso, okay. Das ist Elisa. Die sollten wir ja, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge aufsuchen, aber haben sie nicht gefunden. So wie es aussieht, scheint sie aber auch von den Motten befallen zu sein. Was natürlich ganz praktisch ist. Jetzt wollen uns also drei Leute töten. Wir stellen jetzt hier eine Spieluhr auf. Und dann gucken wir einfach mal, ob das geht und wie das klappt. That song. That song. It's inside my head. I had warned the others not to lower their guard. They're coming. Oh mein Gott. Ich dachte, der wäre schon weg. I knew it. Yo. Okay, wir haben sie hinter uns gelassen. Wir sind vorbei. Hat jetzt nicht so geklappt, wie wir wollten, aber hat irgendwie funktioniert. Der Balkon, wo siehst du hier am Balkon? Was? Oh mein Gott! I have to make sure I don't get caught. Ich weiß ja absolut gar nicht mehr, wo ich bin jetzt. Komm, Darmtoilette. Stell mich nicht beim Kacken! Bitte tu das nicht. Scheiße. Besetzt. Hat sich das gerade bewegt? Scheiße, ich habe gar nicht hingeguckt. Okay. Der Musik nach zu urteilen, haben wir sie abgeschüttelt. Finde eine Möglichkeit, den Wachhund zu erschrecken. Flieh aus dem Restaurant. Absolut kein Plan, wie ich das bewerkstelligen soll an der Stelle. Wie erschrecke ich denn einen Wachhund? Ich habe leider auch immer nicht so viel Zeit in der Motte drin. Ne? Hat's gereicht? Ja. Filthy dog. What do you want now? Be quiet. Shut your mouth. Ganz toll gemacht. Ganz toll gemacht. Also ich wollte das jetzt persönlich auch nicht. Mag Hunde sehr. Die Frage ist, komme ich jetzt die Tür raus, die er bewacht hat? Andrea sitzt da hinten, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal, die schläft. Scheiße. Ich nehme an, die ist abgeschlossen da drüben. Keine Ausdauer, kein gar nichts. Komme ich hier hoch? Nein, nein, komme ich nicht. Kann ich hier verschieben? Nein, kann ich auch nicht. Close.
Stay back! Calm down. I'm back to myself. You can trust me. What the fuck is going on here? What the hell is going on with the others? Listen to me. There's no time now. I want to get away from this place! Okay, I can help you escape, but you have to help me with something first. Jennifer, you have to trust me. I know what you are capable of, like what you did in the cold room. That voice, was that you earlier on? I can feel what you are holding inside, and I know that you can hear me. Listen up, there's a dumbwaiter in the utility room on the balcony. I know how to find the key, but you have to guide me. Guide you? And how would I do that? Exactly how I did with you earlier. I guided you to use your gift, allowing you to escape. Stay here. I'll go ahead. Concentrate. Look inside yourself. Okay, stay with me. Don't leave me. I'll give you the go-ahead as soon as I'm done. Run outside and come meet me. Okay, stay with me. Don't leave me. Shit, she's coming this way. Do you see that old jukebox? Use it. Wir protecten dich, keine Sorge. Läufst ein bisschen, als hättest du einen Hexenschuss. Here we are. There should be a key somewhere. Ashman usually hides it here. Where the fuck is it? God damn it, I can't get to it. Can you manage? Die Mottensteuerung ist grässlich. Wie soll ich hier einen Schlüssel suchen? Oh, ah. No, she heard me. Oh God, I have to hide. Jen, what do I do? Weiß ich nicht. Hier, da. Rein mit dir. Und wir nehmen eine gute Kameraperspektive ein. Jetzt läuft sie mit dem Flammenwerfer rum. Auch eine neue Form von Thank you, psychisch Jen. Instabil. Thank you. Hold on just a little longer. Du, ja und nur? Bist du doof? Jen, you can stop her. I beg you. Stop her. Wie denn? My head. I have to get to Elisa. Oh. Oh, okay. Kann ich die Jukebox wieder anschmeißen? Ah, nee, warte, ich habe eine Idee. Gott, kommt die zu mir? Ich glaube, hinter den Pfosten kann ich mich jetzt nicht so gut verstecken. Okay. Fein. Guck, ob ich die über die Reling springen kann. Ach, Andreas hockt da ja auch noch. Phew. What the hell is going on? Who the fuck was that? You've heard of that fire at the convent, haven't you? Well, not all of them died. Gloria Ashman. Jennifer, you have to help us. I beg you. We are trapped in a hypnotic loop. As soon as the loudspeaker starts ticking, our minds go back into a limbo. I don't understand. What can I possibly do? That thing lives down there. It has no effect on you. You can end the loop. Oh, no. There isn't much time left. I beg you, please. It's in my head. I can't get out of the loop. Please.
done you. You can end the loop. Stop it. It's part of all of us. And we are part of the same.